Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Rubinia. Jo, was ihr hier seht, ist nicht das gewohnte Umfeld, das wir sonst haben. Aber keine Angst, ich habe nicht schon wieder eine neue Welt irgendwo angefangen, sondern ich befinde mich gerade in einer kleinen Testwelt, weil ich was ausprobieren wollte. Und zwar haben wir beim letzten Mal in dem Ozeanmonument gegen ein paar Wächter gekämpft und verloren. Und ich habe offscreen nochmal versucht, ein paar zu killen und habe ein paar von diesen komischen Scherben bekommen oder von den Kristallen oder was auch immer wir da gesucht haben, ich weiß nicht mehr, aber halt auch wirklich so nur eine Handvoll und die reicht halt nirgends hin. Und dann dachte ich mir, eigentlich wäre es doch voll geil, wenn wir da eine Guardian Farm hinbauen würden. Und dann habe ich mir verschiedene Tutorials angeguckt und das von Iosa hat mir am besten gefallen. Wenn ich dran denke, packe ich euch den Link in die Videobeschreibung, wenn nicht, dann müsst ihr selber danach suchen. Ja, auf jeden Fall, das Video von Iosa hat mir ganz gut gefallen und das Tutorial war ganz einfach und auch survival-freundlich, also relativ zumindest. Und das habe ich in einer kleinen Testwelt hier mal nachgebaut. Allerdings habe ich das Problem, dass die Farm bei mir nicht funktioniert, da spawnen keine Guardians. Ich weiß nicht, ob das was mit der Y-Koordinate zu tun hat oder mit dem Spawn, mit der Spawn-Area generell, aber bei ihm, er hat es in einer ganz normal generierten Survival-Welt gebaut und nicht in so einer extra generierten Ozeanwelt. Vielleicht liegt es auch daran, keine Ahnung. Auf jeden Fall, bei ihm hat es funktioniert und ich habe alles Schritt für Schritt nachgebaut, genauso wie er es gesagt hat. Und ich habe hier halt... Okay, mittlerweile ist er auch weg. Also die ist schon relativ effizient. Ich habe da halt ein paar Guardians gespawnt. Können ja mal gucken. Also wir würden mal annehmen, dass die hier drin normal spawnen. Die würden in dem Wasserbecken hier spawnen, würden dann durch die Schilder nach unten fallen und dann über das Wasser hier in die Killing Zone getrieben. Und hier unten brennen sie dann und sterben einen wunderschönen, qualvollen Tod. Und das Zeug landet hier drin. So ist zumindest die Idee. Und dazu muss man eben den kompletten Bereich um dieses Ozeanmonument herum ausheben. Und ich würde ganz gerne versuchen, sowas in unserer Rubinia-Welt zu bauen. Zum einen, weil ich noch nie eine Guardian-Farm gebaut habe, außer jetzt halt die, aber ich meine halt im Survival. Und zum anderen, weil wir dann mit dem ganzen Loot, das wir kriegen, mega geile Sachen bauen könnten. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber der gute Mumbo Jumbo, das ist so ein englischer YouTuber, englischer Minecraft-YouTuber, der... Also ist zum einen der King of Redstone und zum anderen ist er auch bei der Hermitcraft Season dabei und in seiner Base, der hat seine Base um eine Guardian Farm herum gebaut und hat seine Base dann nur aus Prismarin gebaut, weil er eben so viel Zeug davon aus der Guardian Farm hatte und die Base, die sieht nur geil aus. Also ich glaube, da können wir echt verdammt coole Sachen draus machen und deshalb habe ich hier ein bisschen rumexperimentiert, leider bis jetzt ohne Erfolg, aber das wäre ja eigentlich was wir so... ja, anstreben könnten. Und deshalb wechseln wir jetzt mal wieder in die Rubinia-Welt. Da. Und hier ist es natürlich am Regnen, das war klar. Ach, wir sind hier am... ja, okay. Und... im Prinzip müssten wir auch etwas... jedes Mal, wenn ich die Vision umschmeiße, ist das hier wieder drin. Wir müssten hier viel Sand zusammensammeln. Und das ist wirklich nicht viel, was wir da zusammengesammelt haben. Und ich würde allerdings ganz gerne
ein kleines bisschen, ja, Beihilfe schaffen. Und zwar damit, mit dem Command Block. Ich möchte gerne hier eine kleine Area bauen, wo wir dann per Knopfdruck nach zu Hause, zu unserer Base, geportet werden. Und von da auch hierher. Also ich will nicht von jedem Punkt aus mich überhin teleportieren oder so, sondern ich will dies als so eine Art Portal haben, dass wir nicht immer hin und her laufen müssen, weil das doch ein ganz schönes Stück weit weg ist. Ich finde, das ist okay und muss mich da auch nicht rechtfertigen, ja. Nee, wie gesagt, ich würde das gerne benutzen. Das soll jetzt hier auch nicht so ein Die-Hard-Survival-Ding werden, sondern ich mache eben das, worauf ich Bock habe, und ich finde, das würde mir einiges wirklich sehr erleichtern. Deshalb. So. Habe ich gar nichts da, um einen Button zu machen, ne? Ah doch, Spruce Buttons. Und dann würden wir praktisch hier den... Kann ich den gar nicht setzen? Warum nicht? Warum? Hä? Ist das irgendwie ausgeschalten? Oh Gott, wo kann ich das denn nachgucken? Gibt es da einen Command für? Okay, pass auf. Z-Block war genau erst die Koordinaten. Aber ich kann ihn nicht. Okay, was zur Hölle? Geht das nur im Kreativmodus? Ah, das geht nur im Kreativmodus, okay. Das wusste ich nicht. Gut, dann nutzen wir das jetzt einfach kurz aus. So, einen haben wir benutzt. Ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben. So. Und jetzt kann man den noch gar nicht triggern? Doch. Den anderen. Okay, gehen wir nochmal kurz. Den. Hey, wo ist der Knopf jetzt hin? Basteln wir hier hin.
So, und jetzt habe ich mir natürlich nicht die Koordinaten gemerkt. Okay. Ich muss ganz kurz ein bisschen tricksen. Da hinten ist Licht. Hier machen wir 60 draus. So. Und die Koordinate hier ist. Muss mir aufschreiben. Das ist mein Stift. Ne, 191. 1191. 63. 1967. So. Den merken wir uns, oder wir hatten ihn aufgeschrieben. Und jetzt. Ja. Hier. TP Player. So, die haben wir aufgebraucht. Jetzt testen wir es mal im. So, ja. So, nice. Okay, das ist in Ordnung für mich so. Das können wir da irgendwann noch irgendwie schön umbauen. Auf jeden Fall ist da hinten dann unser. So, pass auf. Wenn wir die. Wenn wir uns das schon zunutze machen, dann richtig. So. Und dann können wir nämlich auch direkt die ganzen Sachen hier. Das lasse ich mal nur da und den Sand auch. Und den ganzen Clay nehmen wir noch mit rüber. Den packen wir direkt. Bricks, ja, das wollte ich haben. So. Da ist noch Clay. Kohle haben wir noch ein bisschen was. Da ist auch noch Clay. Da ist auch noch Clay.
So, alles ein bisschen verteilen. Gut. Habe ich Sand irgendwo? Wir haben noch gar nicht so viel Sand gesammelt, ne? Gold. Wir müssen noch unbedingt mal die Kisten sortieren. Okay. Also, wir haben jetzt einen schnellen Weg zu unserem Ozeanmonument. Und wir brauchen ja das ganze Loot, um hier weiterzubauen. Also müssen wir das Ozeanmonument jetzt zwischenschieben. Müssen wir nicht, aber ich will's halt. So. Aus dem Spaß können wir gleich wieder weiter Papier machen. Aber nicht so. Wo habe ich das hingepackt? Hier unten. Bücher. Nein. Von denen werden wir viele brauchen. Viele, viele, viele Bücherregale. Gut. So. Jetzt, tragen wir hier mal den Berg ab. Und zwar machen wir das nicht mit der guten Diamantschaufel, sondern wir nehmen eine billige. Und am besten, wir nehmen nochmal eine billige mit. Ich hatte doch noch irgendwo. Ja. Und aus dem Sand werden wir kein Glas machen, denn wir brauchen den ganzen Spaß hier nämlich, um dann die Wände um das Monument rumzuziehen. Und dann müssen wir irgendwann mal nochmal in das Ozeanmonument reingehen, weil da gibt es ja diese Schwämme irgendwo. Diese Räume mit den Schwämmen, und die werden wir höchstwahrscheinlich brauchen, um das ganze Wasser wegzukriegen, weil ich habe halt echt keinen Bock, den ganzen Raum mit irgendwie Erde oder Sand dicht zu machen und dann wieder alles ausgraben zu müssen. Das geht wertvolle Zeit verloren. Ja gut.
Da hinten hat es ja noch ein bisschen Sand. Wir werden schon gut was zusammenbringen. Ich könnte auch... Ich hatte schon die Idee, vielleicht eine AFK-Fischfarm zu bauen. Und dann einfach mal so eine einstündige oder zweistündige AFK-Session zu machen. Ich schreibe mir gerade mal auf, dass ich noch eine AFK-Fischfarm bauen will. Ich habe hier so ein kleines Büchlein und da schreibe ich mir immer Ideen rein. Mit einer AFK-Fischfarm bekommen wir halt relativ zügig gute Angeln, mit denen wir mehr Loot bekommen oder besseres Loot bekommen und halt ja das ein oder andere Zauberbuch eventuell und nices Loot. Das wäre schon ganz cool. Irgendwelche Mending-Bücher, das wäre halt geil. Das Ding ist, ich habe halt keine Ahnung, wie viel Sand wir brauchen werden. Ich mache jetzt einfach mal das Inventar so voll ziemlich. Das ist halt, ja. Das wird halt rauskommen. So, und bei dem ganzen Spaß, den wir mit dem Sand hier haben, dürfen wir nicht vergessen, dass wir auch noch ein paar Squids killen müssen. Für den schwarzen Farbstoff. Sandstein eigentlich auch wieder in Sand zurückverwandeln? Ich glaube nicht, ne? Oh, der Mond geht schon auf. Dann legen wir uns doch ganz kurz zur Ruhe. Was? Ach, das ist so eine komische Meldung von meinem Antivirensystem. So, was machen hier die? Nice. Ja, so muss das. Sehr schön. Gut, weiter geht's. Ich bin gespannt, wann jetzt tatsächlich mal die 1.13er Version rauskommt. Mit dem neuen Aqua
mit den neuen Wasserphysiken und so, wo man jetzt mit Hilfe von Fans, also von Fansposts, also verdammt, kann man doch jetzt Wasser Source Blocks auch verschieben mit Pistons und so. Das ist ziemlich nice. Ziemlich nicer Shit ist das. Bin gespannt, wann das dann tatsächlich mal rauskommt. Die Snapshots mit auch mit Delfinen und vergrabenen Schätzen und Booten und so. Und tatsächlich schwimmenden Fischen im Wasser. Das ist ja alles schon ganz nice. Oh, die Schaufel geht auch schon so langsam zur Neige. Muss gleich nochmal rüber. Noch ein paar Eisenschaufeln basteln. Ich würde fast sagen, wir kümmern uns zuerst um eine automatische Fischfarm. Weil dann kann es ja sein, dass wir Kugelfische angeln. Und mit denen können wir uns dann Trank der Unterwasseratmung machen. Das wäre eigentlich nice. Habe ich nicht hier irgendwo? Egal. So, Sticks. So. So. Das müsste fürs Erste reichen. Halt, bleibst da. Das wäre eigentlich cool. Das wäre eigentlich super cool, wenn wir unter Wasser atmen könnten. Aber jetzt sammeln wir erst noch ein bisschen Sand. Nur noch ein bisschen. Den können wir noch niedermachen. Wir können dann ja auch, das sind ganz schön viele Squids, wir können dann ja auch hier zum Beispiel noch ein kleines Häuschen hinbauen und da wohnt dann der Hausmeister von der Guardian Farm oder so. Oder einfach ein kleines Strandhäuschen als Sommerresidenz sozusagen. Also ich will zwar diesen Bunker bauen, aber das soll ja nicht das einzige Projekt sein, das wir hier zustande bringen und dann, wenn wir das gebaut haben, dann ist alles fertig und nichts geht mehr. So soll das ja nicht sein. Ich will ja schon hier ein bisschen vor mich hinspielen, aber das mit dem Bunker, das ist halt so, ich habe halt schon genau eine Vorstellung, wie es aussehen soll. Und das würde ich halt gern echt durchziehen. Aber wie gesagt, das muss ja nicht heißen, dass das das einzige Bauwerk oder das einzige Projekt ist, dem wir uns hier annehmen. Wir haben ja noch so viel Möglichkeiten, gerade zum Beispiel diese Guardian Farm, die wir machen können oder was weiß ich was für Farmen, die ich im Survival noch nie ausprobiert habe. Das Ding ist halt immer, du musst halt immer die Ressourcen haben. Und da ist dann immer, naja, das ist halt, da muss man ja erstmal irgendwie zukommen, ne? Aber ich bin mir sicher, das bekommen wir schon irgendwie hin.
So. Okay. Wo machen wir da drüben weiter?